Ja, das wäre scheiße. Wäre ein Fail. Hier schlafe ich. Auf der Couch. Interessant. So. Oh, sieh sich einer dieses Bett an. Hey, 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 langsam. Ich weiß ja nicht, wie es bei der Army war, aber hier gilt ein Mann pro Bett, kapiert? Sehr witzig. Nach den zwei Miezen da vorhin würde ich mich nicht mehr für Geld da reinlegen. Hm. Radio. Delta Radio. Toll. Was gibt's hier? Hey, sag mal, wer ist denn der Hungerhaken da auf dem Foto? Ja, das war damals, 41. Oh, hast dich kaum verändert. Wenigstens nicht im Gesicht. Okay. Emilio Togliani. Weißt du schon, was du machen willst? Du hast gesagt, du willst mich diesem Giuseppe vorstellen. Nein, nein, nein. Ich meine mir allgemein. Hast du dir da drüben nicht überlegt, was du machen willst, wenn du wieder hier bist? Ah, nicht direkt. Circa 1,80 naja, groß, dunkles Haar, normaler Körperbau. Nettes Mädchen finden, Familie gründen. Roger. Wow. Hey, für den kam es später noch Zeit genug. Jetzt sorg ich erstmal dafür, dass du ein bisschen lebst. Hey, danke nochmal wegen der Sache mit dem Attest. Ach, war doch nur ein Anruf. Kannst dich bei Giuseppe bedanken, wenn wir ihn abholen. Ihn hört sich mehr weiblich an. Ah, na, na. Jetzt müssen wir mitgehen. Können wir nicht laufen? Hm. Sag mal, könnte ich vielleicht... Was? Fahren etwa? Die Straßen sind vereist und du bist noch nie Auto gefahren. Joe, ich bin da drüben fast die ganze Zeit gefahren. Ja, aber das hier ist kein Panzer. Das ist eins der besten Autos auf dem Markt. Ich bin kein Panzer gefahren, sondern einen Jeep. Was ist denn Jeep? Das... vergiss es. Lässt du mich nun fahren, oder was? Okay, okay, hier ist der Schlüssel. Aber fahr bloß vorsichtig. Okay, wenn es richtig saukalt ist, gibst du ein bisschen mehr Gas als normal. Das ist das Pedal da rechts. Ich weiß, Joe, ich weiß. Okay, vorsichtig, und jetzt Mann. Rechts abbiegen. Rechts. Dann eine Weile geradeaus. Rechts! Rechts abbiegen? Alles klar, rechts abbiegen! Ah, okay. Wow. Geiles Drifting. Boom, boom, boom. Boah. Hey, langsam, nicht so schnell. Nicht, dass wir von den Bullen angehalten werden. Ja, du wirst dir wohl ein neues Auto kaufen müssen, Vito. La la la. Wie ihn gerade ärgern. Hey, Vito, weißt du, wie spät es ist? Es ist noch hell. Woher soll ich das wissen? Es ist an der Zeit, dass du dir ein eigenes Auto besorgst. Schön wär's, aber wovon soll ich das bezahlen? Wer sagt, dass du es bezahlen musst? Yay, er kauft mir ein Auto. Oder wir stehen uns. Hm, du fährst gar nicht mal so schlecht. Naja, ein bisschen Übung könnte nicht schaden. Ich fahr nicht mal so schlecht. Ich bin der schlechteste Fahrer in der Geschichte der Menschheit. Okay, hier sind wir wohl richtig. Schau dir das Schätzchen mal an. Schick. Ein 42er Jefferson. Es wäre eine Schande, bei so einem schönen Wagen die Scheibe einzuschlagen. Du solltest dir bei Giuseppe ein paar Dietriche besorgen. Interessant. Willkommen in Giuseppes Laden, ein Paradies für Diebe. Er hat einfach alles. Sogar gefälschte Waffenscheine und Armeeentlassungspapiere für diejenigen, die keinen Bock haben, sich abknallen zu lassen. Giuseppe, ich habe einen neuen Kunden für dich. Der ist doch in Ordnung, oder? Absolut einwandfrei. Das ist Vito, mein bester Freund. Und das ist Giuseppe, der beste Safeknacker in ganz Empire immer Bay. Ruhestand, bitte. Freut mich. Sind die Papiere für ihn? Ja, ganz genau. Sind sie schon fertig? Sie, war scheiß Arbeit, aber sind fertig. Danke. Sind die auch wasserdicht? Die Army wird dich nicht mehr belästigen, glaub mir. Siehst du, was habe ich gesagt? Danke. Nimm deine Papiere, Vito. Ich glaube, ich habe eben zu ihm Vito gesagt. Das ist ein Fail. Wie hieß er nochmal? Ah, fuck. Naja, mit den Namen muss ich mich noch... Na, wir brauchen noch einen Satz Dietricher. Sehr richtig. Und rate mal, wer die bezahlt. Ein absolutes Muss für Diebe und Einbrecher. Dietriche. Dietriche. Yay, durchsehen. Okay, macht überhaupt nichts.
Grazie, du kannst sie gleich mal ausprobieren. Hier, nimm das Schloss hier. Du musst den Dietrich nur reinschieben und alle Stifte anheben. That's what she said. Mit dem Spanner hältst du die Stifte einen nach dem anderen fest. Wenn alle Stifte in Position sind, drehst du einfach den Spanner und das Schloss geht auf. Kinderspiel. Wenn du willst, wo soll ich denn wissen, wann er in der richtigen Position ist? Ach, das sieht man unten rechts, okay. Um ihn einrasten zu lassen. Das ist ja einfach. Verdammt! Fuck. Ja, total einfach. Ich wusste ja nicht, dass das immer in einer anderen Position ist. So, der ist wirklich. Dann mach's mal gut, Giuseppe. Kinderspiel, ha? Keine Ahnung. Ich bin dreh schon raus. Ich mach das immer, wenn ich meine Schlüssel im Auto vergesse. Interessant. Ah ja, also ich find's toll, dass es mal ein Minispiel dafür gibt. Fürs Dietrich und so Dingen. Raus geht's. Willst du den Wagen immer noch knacken? Ja. Machst du Witze? Unbedingt. Das ist deine Chance. F gedrückt halten. Okay. Gedrückt halten. Oh. Tatsächlich. S-Bolzen bewegen. E. Bams. Bams. Okay, das war einfach. Tatverdacht, Autodiebstahl. Was? Drück drauf! Wie denn? Ich kann nicht fahren. Roger. Stellen Sie den Motor. Jetzt. Autodiebstahl im Gange. Oh. Ja. Verfolgung auf. Ja, es ist noch nicht vorbei. Schütteln Sie ab, schnell! Ja, Slow-Mo. Dieses Fahrzeug wird von der Polizei gesucht. Toll! Melde Übergriff auf Polizeibeamten. Roger. Toll, wo musst du auch genau dann einen Polizeibeamten sein? Was soll das? War doch gescriptet, also wirklich. Okay. Ich glaube, Schnee ist nicht so mein Gebiet. Au. Au. Toll. Ich glaube, ich werde mir gleich schon wieder einen neuen Wagen besorgen müssen. wenigstens haben die jetzt angehalten. Das verschafft mir einen kleinen Vorsprung. Wie man einfach gut durch die ganze Stadt, dass wir ihn los sind. Also, wie gefällt dir der Wagen? Gar nicht schlecht. Ich glaube, den behalte ich. Gut. Wir brauchen eine Werkstatt. Die bieten genau das, was wir jetzt suchen. Klingt aber nicht billig. Keine Sorge. Das geht auf mich. Fahr einfach zu einer Werkstatt. Ich kenne den Typen, dem sie gehören. Okay, jetzt muss ich auf Polizeiwagen aufpassen. Da ist ein. Das ist nicht so gut. Was? Boah, er war knapp. Wie das Anrufsymbol auf der Minikarte einfach aussieht wie das von Skype. Aber egal. Ja gut, ich höre auf. So, da vorne ist eine Werkstatt. Hier, park vor dem Werkstatttor. Okay, und jetzt drück auf die Hupe. Wie läuft so? Gut, danke schön. Was ist das denn? Er sieht gay aus. Kann ich helfen? Wie gay der aussieht. Wechselkennzeichen. Okay. Nur lackieren. Leistung verbessern. Wagen reparieren. Neue Felgen. Ja gut. Kennzeichen brauchen wir. Kennzeichen. Neue Nummernschilder. Kein Problem. Brauchen wir sonst noch was? Ach, das wie? Jetzt bin ich verwirrt. Okay, wir haben es wohl jetzt gemacht. Okay, bis dann. Was, immer noch? Immer noch wanted? Was? Ich habe doch gerade ein neues Kennzeichen gekauft. Ach nee, ich habe nur auf die Sektion geklickt. Fuck. Schlecht. Schönen guten Tag. Man kann das nicht skippen. Das muss ich mir also immer wieder ansehen. Wie kann ich helfen? Kennzeichen wechseln. Nummernschilder, kein Problem. Ja, machen wir JD. JD ist toll. Es ist alles erledigt. Vielen Dank. So, ganz den Motor tunen. Muss er jetzt machen. Ich bin schon wieder rausgegangen. Muss ich das jetzt machen? Gut, dann stelle ich dich nein Bruski vor. Ja, vielleicht ein Job für dich. Okay. Warum steht das da auch? Ihm gehört ein Schrottplatz drüben in Riverside. Du kannst ihn nicht verfehlen. Ja. Okay. Wie hieß der Kleine nochmal? Welcher Kleine?
Der von der Autowerkstatt? Ach, Tommy, er ist der Neffe meines Kumpels. Ein super Tänzer. Im alten Tanzlokal in der Oyster Bay vor ein paar Wochen sind alle Bräute seinetwegen durch. Lo Oyster Bay. Ist da etwa einer eifersüchtig? Witzig. Ich brauch keine Tanzschritte. Ich hab meinen Charme, mein Freund. Ich verrate dir ein paar meiner Sprüche. Dann musst du dir nicht mehr jeden Abend einen von der Palme wedeln. Okay. Würdest du für $50 mit mir ins Bett gehen? Aber mach schnell, ich brauch die Kohle dringend. Fail. Okay. Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick oder soll ich nochmal reinkommen? Oh, bitte. Hey, Billy, das ist ein tolles Kleid. Das würde sich wundervoll neben meinem Bett machen. Und das soll funktionieren? Kennst du den Unterschied zwischen einem Gespräch und Sex? Nein? Wollen wir zu mir und ein bisschen reden? Schon klar, dass du Probleme hast. Oh, der Kerl ist nass. Hallo, Kleines. Eigentlich bin ich kein Mann für eine Nacht. Aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Der war schlecht. Schon. Wenn man drei Beine in der Hose hat, dann braucht man nicht gut reden können, verstehst du? Ah, wechsel nicht auf einmal die Spur, du Depp. Ja, und jetzt mach es nochmal. Muss ich nicht wundern. Hey, fahr vorsichtig in der Kurve hier. Vor ein paar Wochen ist da ein Kerl durch die beschissene Leitplanke gebrettert und ersoffen. Okay. Man kann nicht durch die Leitplanke brettern. Fail. Okay, und jetzt... Jetzt. Bams. Toll. Na, das muss ich noch üben. Na. Nix hier rufen. Okay, wir sind fast Waffen. Da. Fahr hier nach rechts. Gunshop. Toll. Ich habe ja auch schon so viel Geld dafür. Na. Vielleicht nicht. Das ist Mike Schrottplatz. Fahr einfach durchs Tor. Einfach durchs Tor. Einfach durch. Also einfach durchs Tor warten. Nicht warten, bis es auf ist? Oder? Achso, da gibt's gar kein Tor. Hey, wen haben wir denn da? Hey, Mikey, wie geht's denn Hallo. So? Scheiße, Mike. Wie wär's denn mal mit Hände waschen? Jetzt brauche ich ein verdammtes Bad. Hey, ich bin am Arbeiten und wer arbeitet, macht sich manchmal dreckig. Außerdem habe ich sie gerade abgewischt. Denn mit demselben Scheißlappen, mit dem du auf das Klo abwischst, du bist vielleicht ein Penner. Hey, jetzt reg dich mal ab. Bist du vom Gesundheitsamt oder bist du geschäftlich hier? Geschäftlich natürlich. Hier, das ist mein Freund Vito. Vito, das ist Mike Bruski. Gib ihm bloß nicht die Hand. So viel Seife habe ich nicht zu Hause. Freut mich, Vito. Vito und ich sind alte Freunde. Er kommt gerade aus dem Krieg zurück und braucht Kohle. Da dachte ich, er könnte dir bei deinem Beschaffungsproblem helfen. Ich bürge für ihn. Aha, okay. Joe hat dir also von unserem Nebengeschäft erzählt, oder? Ja. Ich will nur stinknormale Karren, nichts ausgefallen ist. Du kriegst pro Wagen deinen Anteil. Ich nehme nur so viel ab, wie ich verarbeiten kann. Und schlepp mir keine Bullen an, klar? Wenn sie dir hierher folgen, habe ich deine Visage nie gesehen, verstanden? Klar. Gott verdammt, Mike. Ich habe deine Schmutzgriffel auf meinem Mantel. Weißt du, was ich für den Fetzen hingelegt habe? Krieg dich wieder ein, sonst stopfe ich ihn dir in den Arsch, du Nervensäge. Und jetzt darf ich auch noch die Reinigung blechen. Und wer weiß, ob die diesen Siff überhaupt rausbekommen. Halt die Fresse. Vito, ich bräuchte dringend ein Walter Coupé, heute noch. Meine Leute haben zwar Teile aufgetrieben, aber keinen Wagen. Weil ihr einfach nicht wisst, wo ihr suchen müsst. Jedes Mal, wenn ich die Hunter Street runterfahre, sehe ich dort einen neben einer Bar parken. Ich glaube, der Schuppen heißt Lone Star oder so. Ist der nicht im schwarzen Viertel? Da falle ich doch auf wie ein bunter Hund. Ich gebe dir 350 Mäuse. Das ist doch das Risiko wert, oder? 400. Na schön, abgemacht. Komm, Vito, fahren wir. Andiamo. Und dir schicke ich die Rechnung für die Reinigung von meinem Mantel. Die kannst du dir in die Haare schmieren, du Sackgesicht. Okay, hör zu. Das ist sozusagen deine Jungfernfahrt hier. Versaus also nicht, verstanden? Hier, Vito. Nimm das. Für alle Fälle. Hey, klasse. Hey Mike, darf ich das Ding mal ausprobieren? Klar, lass dich nicht abhalten. Dann mal los. Ziel auf die alte Kiste da drüben. Okay, man muss gedrückt halten. Finde ich nicht so gut. Toll. Ah, man muss genau die Reifen treffen, nicht die Felgen. Hey, du schießt gar nicht schlecht. Hey Vito, versuch mal den Tank zu erwischen. Den Tank. Der Tank müsste das Teil da vorne sein. Oh. Mist, war noch Sprit in der Karre drin? Dazu fällt mir ein Polackenwitz ein, aber lassen wir das. Ach ja, mir fällt auch was ein. Fick dich ins Knie. Genug geballert, wir haben einen Job zu erledigen.